Hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein Room Makeover. Es ist zwar jetzt nichts Großes, aber ich glaube, es wird den Raum schon enorm verändern. Das sehe ich eigentlich so käsig aus? Ich bin gar nicht so käsig. Naja, Tapetenfarbe, ja. Genau, und zwar geht es heute ums Guest-WC. Ich habe da schon ewig und drei Tage einfach ein Bild in meinem Kopf gehabt, wie es ungefähr auszuschauen hat oder womit ich es verbessern möchte. Ja, und irgendwo ist es jetzt auch Trend, Akustikpaneele. Weiß ich nicht, unser Guest-WC halt sowieso sehr und ich bin eine Person, ich finde das fürchterlich unangenehm, wenn ich irgendwo anders bin und ich weiß, die anderen hören meine Toilettengeräusche. Also, dass man nicht mal in Ruhe pupsen kann oder so. Weiß ich nicht. Kennt ihr das, dass es einfach fürchterlich unangenehm ist? Und ich hoffe, dass dadurch ein bisschen ja, der Hall rausgenommen wird. Ja, da wollte ich dann noch zwei Regale dran schrauben an die Akustikpaneele und ich habe noch ein Brett mir zuschneiden lassen als Ablage übers Waschbecken. Das muss ich nur noch lackieren, lasieren, wie auch immer. Ich wollte es eigentlich in Naturoptik lassen, habe auch extra Lasur dafür gekauft, aber ich glaube, die werde ich zurückbringen, denn ist es mir dann zu hell. Es sind dann zu viele helle Töne. Ich hätte, glaube ich, irgendein Öl holen müssen, um das ein bisschen dunkler zu kriegen. Ja, auf jeden Fall werde ich es erstmal zuschneiden. Ich bin schon überlegen, ob ich das schwarz lackiere, weil ich habe noch tatsächlich schwarzen Lack noch da. Von dem Regal, als ich das gestrichen habe, da habe ich noch eine Farbe, eine Dose übrig. Ja, und ja, ich muss das Brett noch schleifen und ein Stück rausschneiden, weil der Türrahmen im Weg ist. Genau. Hätte ich doch noch einen halben Zentimeter mehr abschneiden lassen können. Genau. Die Akustikpaneele habe ich mir auch im Baumarkt zuschneiden lassen. Also ich habe extra gefragt, ob das möglich ist, weil 2,40 Meter passen in kein Auto. Also das kannst du mir nicht erzählen, dass es in einen normalen Kombi reinpasst, eine 2,40 Meter Karton. Naja, auf jeden Fall sagte sie, die Dame, die im Zuschnitt gearbeitet hat, nee, das machen die wohl häufiger, das Zuschneiden und weil manche brauchen halt nicht so viel oder mehrere kleine Abschnitte. Genau, die Dame hat mir das einmal halbiert. Ich habe leider jetzt dann einen Puffer von, ja, 2,5 Zentimetern, wo die Paneele dann nicht da ist. Ich denke, das werde ich nach oben hin verstecken. Genau. Ja, so viel dazu. Das wollte ich heute machen und dann noch oben im Kinderzimmer abkleben, denn Farbe habe ich auch gekauft. Und ja, dann wollte ich jetzt auch mal langsam starten, weil gestern ist tatsächlich der Abend draufgegangen mit Putzen, dafür, dass der Bauleiter dann nicht da war. Der soll dann wohl morgen kommen, weil heute hat wohl der Kollege das Feuchtigkeitsmessgerät mitgenommen. Ja, wir haben einen Bekannten, der ist Architekt, Statiker, was auch immer, also ihr auf jeden Fall in diesem Beruf tätig. Und der hat schon die Vermutung geäußert, dass damals beim Bau des Kellers ja, eine Abdichtung tatsächlich nicht richtig gesetzt worden ist und dass uns jetzt dadurch halt doch das Wasser in diese Wanne, die wir uns gießen lassen haben, halt hereinkommt. Ja, genau. Und das ist das Renovierungsprojekt 1 und das Kinderzimmer ist Renovierungsprojekt Nummer 2. Ich habe euch ja ein bisschen, ja, im Grün gelassen, im Dunkeln gelassen. Mein Gott, Gehirn ist auch schon im Feierabendmodus. Ich habe euch ja im Dunkeln gelassen und habe euch ja nur das Bild von den Wandtattoos gezeigt oder von dem Karton. Der Große hat den Wunsch geäußert, eine blaue Wand zu haben. Und ja, und ich habe mir dann gedacht, okay, blau, 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 was kann man da an Thematik machen? Weil ich finde einfach nur eine blaue Wand für ein Kinderzimmer für einen 1,5- und einen 3,5-Jährigen oder beziehungsweise 2- und 4-Jährigen ziemlich, ziemlich, ziemlich öde.
Und ich verausgabe mich halt immer sehr gerne, wenn man das so sagen darf. Also ich mache mir sehr gerne einen Kopf für meine Kinder und versuche ihnen das schick herzurichten. Ja, also haben wir, oder habe ich beschlossen, es gibt ein Ozeanzimmer. Ich habe dann 4, 5 verschiedene Wandtattoo-Sets rausgesucht und der Große durfte sich ja das aussuchen. Er hat sich ein sehr, sehr schönes ausgesucht und die waren auch nicht so teuer, dieses Set. 50 € haben, glaube ich, die Wandtattoos gekostet. Aber in der XXL-Variante, also das ganze Bild sind 2,40 Meter lang und irgendwie, keine Ahnung, 80 cm hoch oder so. Also schon die ganz, ganz großen Sticker, weil es ist halt auch eine sehr, sehr große Wand. Ja, und ich werde eine Ecke echt vermissen. Ich werde euch die später zeigen. Ich werde sie vermissen. Ich, wenn ich abends bei ihm im Bett liege mit zum Kuscheln und dann in die Ecke gucke, ich werde es vermissen. Aber da wird demnächst ein zweiter kleiner Schrank stehen, also vom mittleren. Und ja. Genau. Heute hat mir die Schwiegermama mal wieder den Popo gerettet. Die kam mir heute Vormittag hierher und ja, hat so ein bisschen meinen Haushalt erledigt. Sie hat noch Wäsche gefaltet und meine Spülmaschine ausgeräumt. Das macht sie immer, wenn sie irgendwie, ja, der mittlere Mittagsschlaf ist, der große im Kindergarten und sie dann nichts zu tun hat. Dann macht sie meinen Haushalt. Finde ich total lieb. Schwiegermama, ich liebe dich. Ja, auf jeden Fall. Genau. Dann sagte sie dann so, ja, aber ich muss dann heute aber auch noch zu Hause noch ein paar Sachen tun, Wäsche waschen und so. Ich sage, ja, komm, ne, dann machen wir das so. Nachdem ich mit der Kleinen beim Osteopathen gewesen bin, da waren wir heute auch. Deswegen hoffe ich, dass die Nacht recht ruhig wird und dass sie nicht allzu viel zu verarbeiten hat. Ja, auf jeden Fall war ich beim Osteopathen, habe direkt im Anschluss, weil dieser Osteopath ist Luftlinie 200 Meter vom Kindergarten, habe ich den Großen aus dem Kindergarten abgeholt, habe mich noch eine nette halbe Stunde mit der Kita-Leitung unterhalten, während der Große da noch gegessen hatte zum Mittag. Ja. Und auf jeden Fall, ja, bin ich dann nach Hause und habe dann schon mal gesagt, so, weißt du was, wir wechseln jetzt die Location. Ich sage, wenn der Große Bock hat, kann er bei dir mitfahren. Ich sage, den Mittleren nehme ich dann mit im Auto, lade den bei dir ab und fahre dann mit der Kleinen zusammen in den Baumarkt. Ja, wollte das nämlich erledigt haben, damit ich die Sachen hier habe und nicht irgendwie nochmal los muss und noch nicht nochmal die Woche irgendwie auf eine Kinderbetreuung oder so zurückgreifen muss. Ja, genau. Und jetzt wird nicht lange schnacken. Ich zeige euch im Gäste-WC, was ich denn da Schönes liegen habe. So, gehen wir mal hier ins Gäste-WC. So, das ist hier die schicke Akustikpaneele. Ist halt flexibel, ne? Es ist ein Filz. Genau. Ist relativ dick, also es ist schon daumendick. Ja, hat die Dame mir zugeschnitten. Hälfte, Hälfte, hat 90 € gekostet, das Teil. Ja, hier ist das Brett. Huch. Hier ist das Brett. Hier habe ich schon angemarkert, was ich da gleich einmal rausschneiden muss. Und ja, dann muss ich hier noch so ein bisschen schleifen. Und ja, das Problem ist halt, das ist Fichte, das ist Eiche. Und wenn ich das jetzt. Ups. Also es passt jetzt halt nicht, aber wenn ihr das jetzt mal so guckt, es ist zu hell. Ja, das ist zu viel hell aufeinander. Deswegen mich überlegen, ob ich das schwarz mache. Ah, genau, also ich habe auch extra darauf geachtet, dass ich ein, wie nennt sich das, glatt. Kantbrett haben, also dass ich glatte Kanten habe. Das halt schon mal so, ja, wie man es halt kennt vom Regal, dass es abgerundet ist. Genau. Ja, das heißt, ich muss das Ding schleifen und einmal ein Stück raussägen. Und dann nehme ich euch jetzt mit, einmal unten in den Keller. Thank you.
Nachdem wir jetzt hier das alles geschliffen haben, fange ich jetzt einfach an, das alte Bild zu entfernen und zu gucken, wie die Paneele dahin passen, weil ja, sie sind zu breit und es muss halt ein Stück abgeschnitten werden. Das habe ich dann mal just und ganz schnell mal gemacht und ein bisschen hin und her geguckt, wie rum die Paneele müssen, um einfach auch regelmäßig diesen Filzabstand zu haben, weil hier sieht man ja, in der Mitte wären zwei Holzbalken nebeneinander. Das sah zwar irgendwie ganz nett aus, aber irgendwie war das halt nicht das, was ich wollte. Ich wollte halt schon, dass es ausschaut, als wäre es halt eine Fläche. Und ihr wisst nicht, Leute, wie ich mich mit diesem blöden Montagekleber gequält habe. Es kam aus der Tube gefühlt nichts raus und so richtig gehaftet hat es auf diesem Filz auch nicht. Ich bin wirklich einfach verrückt geworden, habe dann auch immer mal die Öffnung größer gemacht, aber wie ihr sehen könnt, es war irgendwie, weiß ich nicht, Hopfen und Malz verloren. Und ich habe mir da einen zurechtgepumpt mit dieser blöden Spritze. Also das ging dann auch echt an meine Kräfte. Das war dann so ein Moment, wo ich dann dachte, so, wieso sieht das bei den anderen immer so leicht aus? Aber bei mir halt nicht. Und wir hatten noch so einen anderen Montagekleber, der ist wasserfest. Den habe ich dann genommen und habe das dann irgendwie auf das Filz irgendwie versucht drauf zu schmieren. Es hielt auf jeden Fall besser. Und genau, habe das Ganze dann einfach an die Wand geklatscht. Ja, und habe halt überprüft, ob die, wenn man so an dem Holz zieht, dass es halt auch irgendwie an der Wand haftet, pappt, wie auch immer. Im Nachhinein, am Ende des Videos, werdet ihr noch sehen, macht mir dieses Panel echt einen Strich durch die Rechnung. Hier habe ich erstmal unten, damit es auch tief genug ist, schon mal Kleber an die Wand gemacht. Und auch hier kämpfe ich mal wieder mit irgendwelchen Tuben. Und wie man sehen kann, es rollte sich teilweise auch von diesem Filz einfach runter. Das hat mich so genervt. Aber half ja alles nichts. Der Kleber musste an das Ding da dran. Und genau, dann auch hier dasselbe Spiel. Zack, an die Wand. Und festdrücken. Und ja, mir ist bewusst, man soll bestimmte Dinge erst nach 24 Stunden belasten, montieren, was auch immer. Ich habe mich aber dafür entschieden, dieses blöde Regal oder die blöden Regale direkt anzubringen, weil da soll nichts Schweres drauf. Die sind nur zur Deko. Und das war auch ein Kampf an sich. Ich musste nämlich tatsächlich, weil dieses Holz so hart ist, die Schrauben einmal vorreinigen. Also ich habe die Schrauben wirklich nur ins Holz gebohrt, ohne Dübel, ohne alles, weil ich wollte keine Löcher bohren in die Wand. Deswegen sind ja auch die Paneele geklebt. Und ja, außer dass mir permanent die Schrauben immer wieder runtergefallen sind, das war auch der größte Rotz, hatte ich auch nicht die Originalschrauben benutzen können, die schwarz sind, sondern ich musste mir welche aus unserem Schraubenkasten holen, die leider Gold sind, aber im Nachhinein, das fällt einfach nicht auf durch die Holzfarbe. Aber es war halt schon ärgerlich, weil die Originalschrauben waren einfach zu lang. Also das Holz mit dem Filz ist halt nicht so dick. Ja, dann habe ich mich da gequält, dieses Regal da reinzuschrauben. Bohrer, wie ihr sehen könnt, irgendwie, ja, passt nicht. Und dann habe ich festgestellt, Mist, die Schrauben, die ich aus dem Schraubenkasten geholt habe, die sind immer noch zu lang. Also Schraube wieder raus, im Keller getapert, neue Schrauben geholt. Aber dann ging das dann auch. War halt nur wieder ein Kampf, das da wieder reinzukriegen. Und irgendwie passte das mit dem Bohrer dann irgendwie gar nicht mehr so, dass man da irgendwie dran kam. Ich musste tatsächlich dann auch die Schrauben per Hand nachziehen, weil es ging mit dem Bohrer nicht. Also man wusste nicht, ob man jetzt von oben da dran kommt oder von der Seite oder. Also ich hatte jetzt auch keinen. Es gibt ja so bewegliche Aufsätze dafür. Hatte ich jetzt nicht da. Und das irgendwie, ja, weiß ich nicht, hat mich irgendwo genervt, dass ich das per Hand drehen musste, weil es war echt schwer, einfach da reinzudrehen. Aber selbst ist die Frau, kriegen wir alles hin.
Dann natürlich einmal schauen, ob es gerade ist und perfekt. Alles super tippitoppi gerade und jetzt hieß es Nummer 2 anschrauben und ich fand das erste war schon ja echt ein Kampf, weil man hatte halt niemanden, der hilft, das Regal mal festhält, weder zum Anzeichnen noch zum Festbohren, Festschrauben, um irgendwie mal überhaupt die Schraube da reinzukriegen. Deswegen habe ich mir dann ein Provisorium immer wieder gebaut. Deswegen steht da zum Beispiel die Taschentuchbox hochkant. Ja, und auch hier habe ich die Schrauben wieder vor reingedreht und dadurch, dass das so weit oben war, hatte ich gar nicht am Anfang die Kraft, die Dinger da überhaupt irgendwie reinzudrücken. Also ich bin jetzt nicht irgendwie schwach oder so, aber es war halt ein ungünstiger Arbeitswinkel, wenn man das jetzt mal einfach mal so sagen darf. Ja, genau. Und hier habe ich mit der Wasserwaage gearbeitet und habe das einfach da drauf gestellt, damit ich irgendwie ja Entlastung hatte und eine Hand mehr zum Arbeiten, weil irgendwie hätte ich drei Hände gebraucht. Aber ich bin ja kein Alien und ja. Und auch hier wieder mit Hand nachziehen und ja, jetzt kam natürlich der absolute Super-GAU, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr es schon bemerkt habt, aber oben rechts in der Ecke. Das Panel klebte nicht richtig. Irgendwie hatte ich da oben, weiß ich nicht, zu wenig Kleber. Es war irgendwie, ja, blöd. Es war einfach nur blöd. Also auf der einen Seite versucht, irgendwie dazwischen zu kommen, ging auch nicht. Und ja, dann versucht ein bisschen das so von der Seite zu machen, nochmal ein bisschen festgedrückt. Das war auch irgendwie, ach, es wollte einfach nicht. Es war wie verhext, es hat mich richtig geärgert, das hat mich einfach Zeit gekostet. Gut, in der Zeit konnte das Brett unten im Keller weiter trocknen. Ja, also eine Seite wieder abschrauben und ja, nochmal versuchen mit der Pistole da irgendwie was dran zu pumpen, was ja auch wieder semi bis gar nicht klappte. Es hat mich irgendwo auch einfach genervt, weil ich wollte das Ding jetzt an der Wand haben. Unten haftete das und oben, ja, weiß ich nicht, ob es einfach zu wenig Kleber gewesen ist. Dann war auf der einen Seite, war es dann auch wieder, war wieder was weg und das war der Kleber war irgendwie schon mehr an der Wand als alles andere und klebte dann nicht. Ja, und dann den ganzen Bums wieder angeschraubt, um. Tada, haltet euch fest, es wieder abschrauben zu dürfen. Denn ja, es wollte einfach nicht haften, nicht kleben und es war jetzt noch mehr lockerer, noch mehr loser als vorher. Klar, weil ich den Kleber schon einmal abgemacht habe. Ich hatte zum Glück noch ein bisschen von diesen anderen Montagekleber und ja, dann. Im Endeffekt hat es gehalten. Noch ein bisschen gegengedrückt, damit das hält. Wie gesagt, an die Regale kommt nichts Wildes dran, nur ein bisschen Deko. Das sollen jetzt keine Schwerlastregale sein. Also eigentlich wäre wohl dieses Regal 20 Kilo mit 20 Kilo belastbar. Hätte ich es in die Wand gedübelt. Habe ich nicht. Und genau. Es ist nur zur Deko. Also, jeder Handwerker, bitte verurteilt mich nicht. Ich habe es nur so gemacht, wie es mir Nutzen gebracht hat. Ja, wie gesagt, wie ihr sehen könnt, hier musste ich dann noch einmal das Ganze ja, abmachen und habe nochmal die allerletzten Reste aus dieser Turbo gequetscht. Und ja, habe es wirklich bis oben in die Ecke auch gemacht. Der war schon sogar tatsächlich über dem Panel ein bisschen gewesen. Ja. Aber es war ganz interessant, mit diesem Panel zu arbeiten. Ich habe bei Schwiegermama schon den Auftrag, ihr Gäste-WC müsste auch einmal aufgepimpt werden. Ja, also wieder andrücken, Regal wieder anschrauben. Und ja, dann habe ich jetzt gleich ein wunderbares Vorher- und Nachher-Bild. Und dann danke ich ganz, ganz recht herzlich fürs Einschalten. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und wir hören uns beim nächsten Mal.
Thank you.